Hallo allerseits, willkommen zu dem weiteren Armored Core 6 Stream. Ich habe jetzt nur mal nachgeschaut. Wir brauchen ungefähr 10 Minuten für die letzte Mission, die wir vorhin gemacht haben. Ich denke, wir müssen unter 8 oder 7 Minuten kommen für den S-Rang. Das bedeutet leider, dass wir zum ersten Mal, denke ich, unser Bild ändern müssen. Einfach weil unser Schaden nicht ausreicht. Ja, denke. Ich denke, das ist schade. Aber ich habe, glaube ich, mein Bestmögliches gemacht, um allen Schaden, den wir machen können, zu machen. Also werden wir jetzt hier leider Gottes einen anderen Bild ausprobieren müssen. Und ich werde wahrscheinlich mich für den Doppel-Shotgun-Bild entscheiden, wenn wir den denn bekommen. So, irgendwo hier sollte noch eine zweite Shotgun sein. Oder wir gehen auf Shield Break, aber das hilft uns leider bei dem Gegner nicht so sehr. Genau, ich denke, dass wir mit Zimmermann mal zwei gut fahren werden. Das ist die Frage, braucht das mehr Energie als die Nahkampfwaffe oder nicht? Ja, das ist ein bisschen schwerer. Sind wir leicht overburned? Scheint aber nicht so schlimm zu sein, oder? Da macht kaum einen Unterschied, glaube ich. Denke ich. dann schauen wir einfach mal. Genau, das erste Mal, dass wir tatsächlich den Bild ändern müssen, denke ich. Okay, das ist. Okay, dann könnte es mir auch gleich sagen, dass ich nicht gehen darf. Ja, nervig ist es auf jeden Fall jetzt. Ich Kopf, der ein bisschen leichter ist, ausrüsten. Wir haben den VP44S-Kopf jetzt gerade. Einer dieser Köpfe leichter, oder was? Doch, aber scheinbar nicht genug. Ja, also wir hatten den VP40S davor ausgesucht. Wir haben sowieso das Loadout gespeichert, ist unknown. So, dann würde ich sagen, wir gehen mit Double Shotgun. Der Grund, warum ich Double Shotgun denke, dass für ein DPS der beste sein wird, ist wegen der Damage Application auf dem komischen. Generell, ich denke, die Damage Application wird in der Mission besser sein. Es ist absoluter Bullshit von Design im Spiel nicht zu sagen, was das Problem ist. Ich vermute nur, es ist die Zeit. Ich habe sie schon mehrfach getroffen. Genau, Zeit ist super, super wichtig. Zeit ist mit Abstand das Wichtigste hier. Genau deswegen verkacken wir das ordentlich. Genau, mit Double Shotgun sieht man sofort, können wir super viel mehr Damage hier machen.
Okay, absolut Clown-Fiesta. Wir könnten einfach von oben weiter schießen. Müssen wir nicht gleich rangehen. Ich glaube, es geht nur um Zeit. Das heißt, der Schaden, den wir genommen haben, ist absolut irrelevant. Gerade das Ende von Windernside als zweiten Staffel gesehen. Fantastischer Anime. Ich empfehle von meiner Seite aus. Das ist nicht der typische Anime, also wenn ihr nur Anime mögt. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, ihm eine Chance zu geben. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Aber definitiv ein bisschen, sag ich mal, erwachsener vom Stil her als viele anderen Anime. Buggy. Ich verstehe, glaube ich, mittlerweile, warum er es macht, aber es macht es nicht besser, dass er es macht, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Mich nicht, oh mein Gott, kannst du bitte aufhören, überhängen zu bleiben? Ich denke, das ist actually fast schon ein Restart-Grund. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich kann mich an das Level nicht mehr erinnern, offensichtlich. Ja, wir brauchen halt alle Zeit, die wir kriegen können. Warum das dann nicht applied wurde gerade. Oh, es ist ärgerlich, dass er jetzt nochmal durchgekommen ist damit. Hey, jetzt macht er den Spin? What? What? Oh mein Gott, was ein Bullshit. Ich kann nicht, Alter. Was ein Bullshit. Jetzt am Ende mit einem AP noch mal ein Schild rausgekriegt. Okay, das ist so viel besser. Holy shit, Alter. Der Bild lässt sich echt fragen, warum du jemals irgendwas anderes gespielt hast als Double Shotgun. Das ist so stupide einfach nur. Nahkampfwaffen sind viel zu schwach. Also nicht insgesamt, sondern hier an der Stelle. Wow, was ein toller Start. Er wird aufhören, so einen Scheiß zu machen. Target Lock schon wieder im Arsch. Ja,
Genug Schaden ist irrelevant. War das schneller als das letzte Mal? Keine Ahnung. Ich sehe meine Zeiten. Wir müssten mal auf die Uhr schauen, aber. Allein schon, dass ich vermute, dass es Zeit ist, das wissen wir ja eigentlich gar nicht. Das ist alles nur reines Raten von unserer Seite aus. Diesmal haben wir aber nicht viel Damage genommen. Ist Zeit vielleicht wirklich der wichtigste Faktor und es ging nie um Schaden? Ist es im ersten Mal nur um Zeit? es fühlt sich so an irgendwie, oder? Ja, seht ihr das? Ich habe euch gesagt, die Builds sind das, was es einfach. Wir hätten das, wir noch 100 Versuche wahrscheinlich mit einem anderen Build machen können, der war einfach nicht stark genug. Ist es die Frage wegen unserem Body. Genau, macht er denn überhaupt? Okay, wir sind ein bisschen über dem Gewicht damit drüber. Hat eigentlich kaum einen Unterschied, wenn man sich das anschaut. Wobei die Energy Consumption ist deutlich niedriger.
Dem werden wir auch drunter. Wird er es einfach in allem besser? Moment, was? What the fuck? Ephemera. Sehr interessant. Weil sie sitzt mit dem Gewicht drunter. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn Nahkampf so ein Dreck ist im Spiel, dann speichern wir den einfach als unseren dritten. Wirklich, Nahkampf frustriert einen nur. Das schlägt daneben, trifft nicht. Und sollten wir New Game Plus spielen, möchte ich das Spiel so spielen, dass es actually so spielbar wie möglich ist. Jetzt haben wir ein seltsames Oberkörperdesign, ehrlich gesagt. So, aber damit haben wir alle normal. So ein S-Rang, es kommt nur noch das Ende, denke ich. Oh, bin ich mal gespannt. Oh, sieht cool aus. Wir können bestimmt reinfliegen und Schaden nehmen. Ja, die Explosionen sind schon richtig sick. Der letzte Boss. Was, wenn wir uns anders entschieden hätten? Wäre dann Ding der letzte Boss? Schade, dass wir nicht ganz deswegen komplett damit nicht treffen können.
Tim, können wir eigentlich verhindern, dass es wieder runtergeht, indem wir so abwechselnd schießen? Warum hat der eigentlich so viel HP, der Typ? Wo sind denn die ganzen HP hin? What the fuck, wo sind denn die ganzen HP hin? Das hat eh eine Phase 2. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind der Böse. あなたは人と交流が共に生きる未来をその可能性を守ってくれたモルターが恐れた破綻それを回避する方法もきっと見つかるレイヴンあなたと私ならばきっと Seht ihr, Miyazaki war es ja doch gar nicht. Ja, Masaru Yamamura, du bist mein neuer Erzfeind. Doch, reden wir doch mal über das Spiel. Das Ende hat mir gut gefallen, also das Story-Ende. Ja, also ich gebe dem Spiel eine 7 von 10. Aus Gründen, aus meiner Sicht, des inhärent kaputten Core-Designs des Spiels. Was das Targeting der Gegner angeht. Ich denke, das ist, und das Design des Input-Readings der Gegner, das zusammen kombiniert dafür sorgt, dass man quasi mit manchen Waffen einfach nicht viel treffen kann. Es ist generell ein sehr, sehr einfaches Spiel gewesen, fand ich, bis auf ein paar wenige Stellen, die einfach denke ich, aus Bild- und Game-Design-technischer Sicht sehr, sehr unvorteilhaft waren. Aber es ist auf jeden Fall insgesamt kein schlechtes Spiel gewesen. Also ich hatte an vielen Stellen Spaß, aber an vielen Stellen hatte ich auch wirklich keinen Spaß aufgrund halt der Sachen. Und was gar nicht geht, ist die Dead Zones der Sticks, die Beschleunigung der Sticks. Es ist fast unmöglich, diese Kamera zu kontrollieren. Und leider Gottes ist das Core-Kampfsystem halt eben nicht sehr, sehr skillbasiert, sondern eigentlich eher so eine Art Gear-Check. Und ich denke, das sind wir von From Software Besseres gewohnt. Das hat mich so ein bisschen an die schlechtesten Momente aus Elden Ring teilweise halt eben erinnert, in den Momenten, wo das Spiel eben versucht hat, in Anführungszeichen, anspruchsvoll zu sein. Und ich denke, ansonsten ist es ein richtig cooles Spiel, wenn ihr Mechas mögt und eventuell, wenn ihr wollt, euch einfach nur die OP-Mechs zusammenbaut, denke ich, ist auch der meiste Content im Spiel relativ trivial. Das heißt, das kann man fast schon jedem Spieler empfehlen. Es basiert, braucht kein wirklich skilliges Ausweichen oder sowas, sondern es ist eigentlich relativ entspannt einfach. Aber hat wirklich Momente, wo du einfach wegen der Steuerung und dem Core-Design so ein bisschen mordest. Ich denke aber trotzdem, ja, ich würde ihm eine 7 von 10 geben. Also wenn ich eine Komma dran geben würde, würde ich eine 7,5 von 10 geben.
Aber ich tendiere eher zu 7 wegen der Designfehler. Genau, du bist einer der Gründe, warum das eine 7 ist. Dieser Gegner, der sehr richtig cool aussieht, aber spielerisch in den Mülltonne gehört. Guck mal, was der Spielentwickler da gespielt hat. Ja. Wäre sehr gespannt, was der Entwickler so gebaut hat. Unterschiedliche Sachen. Genau, wenn es ein Yu-Gi-Oh! Plus gibt, werden wir uns das wahrscheinlich anschauen. Wir haben alles auf S-Rang jetzt gemacht, außer die letzte Mission. Der hat mir noch keine Gelegenheit, das zu machen. Wir müssen uns da gleich mal anschauen. Genau, aber ich denke trotzdem, da geht noch mehr. Also da muss wirklich ein bisschen Refinement hin, insbesondere die Dads und so weiter. Das muss gepatcht werden. Das muss gepatcht werden. Und das grundsätzliche Design, was den Target-Lock und das Zielen auf Gehen und so weiter angeht, ist mehr als unvorteilhaft. Und das S-Rang-Design, dass ja die Objectives nicht ganz klar sind und so. Das ist jetzt Kritik von einem nicht-Casual-Spieler. Also ich bin nicht casual genug, dass ich gesagt habe, ich spiele einfach nur so das Spiel durch und nehme einfach die OP-sten Bild, die mir über den Weg kommen. Sondern ich wollte halt mit einem relativ schnellen Mech mit nicht super starken Waffen durchkommen. Also, schon starke Waffen gehabt, aber nicht nur die richtig vier richtig krasse Waffen und permanent zu stunlocken, sondern halt eigentlich nur eine Fernkampfwaffe, Nahkampfwaffe und halt eine AOE-Waffe. Das war so der Gedankengang, aber ja, das war halt, glaube ich, eventuell auch einer der Gründe, warum es manchmal doch ein bisschen nervig wurde, einfach vom Zeitmanagement bei den S-Rängen. Genau, aber wenn ihr nicht vorhabt, auf S-Ränge zu gehen und nicht vorhabt, vielleicht auch alle Sachen einzusammeln, weil auch diese Teile zu finden ist manchmal ein bisschen nervig, insbesondere eine Mission, denke ich, werdet ihr eine gute Zeit haben, bis auf ein paar wenige Stellen im Spiel, die super unlucky gebalanced sind. Also ich muss ja wirklich sagen, im Schnitt würde ich sagen, ist das Spiel eine 3 von 10 Schwierigkeitsgrad technisch und manche Bosse fühlen sich an wie eine 10 von 10 vom Schwierigkeitsgrad her, aber das liegt nicht an dem Schwierigkeitsgrad des Bosses, sondern an dem reinen RNG-Treff-Design des Spiels. Also einen Boss haben wir ja, wie gesagt, erst gemeistert, in Anführungszeichen, indem wir seine KI gebürgt haben, nicht gebürgt, aber abused haben, so wie er unsere Inputs abused. Aber am Ende des Tages, denke ich, überlege ich gerade, gibt es irgendeinen anderen Gegner im Spiel? Gut, das erste Mal diesen Raketentypen zu finden und noch aktiv ausweichen zu wollen. Also das Problem ist wirklich, kommt in das Spiel rein, erwartet nicht, dass ihr allem ausweichen könnt. Viele Sachen basieren einfach nur auf einem Rubbel an dem Gegner und Stunlock ihn. Das ist das Core-Design von vielen, vielen Bossfights. Und ich denke, das ist auf jeden Fall es ist das schwächste Spiel, das bisher vom Software gemacht hat, unabhängig jetzt davon, ob ihr ein Soulstack mögt oder nicht. Denke ich, das Spiel ist definitiv am schwächsten designt, gefolgt von Elden Ring. Und dann, ich denke, an der Spitze stehen immer noch so, denke ich, Bloodborne und Sekiro für die Spiele von ihnen. Und die Dark Souls-Spiele würde ich irgendwo in deine Mitte mit reinschmeißen, wobei ich wahrscheinlich rein spielmechanisch von dem, wie es sich anfühlt, wahrscheinlich nach Dark Souls 3 natürlich an vorderster Front sehen würde. Aber es ist definitiv kein Spiel, wo ich sagen würde, dass man da merkt, dass da wirklich das Genie von demjenigen, der Sekiro gemacht hat, dran steht. Ich weiß halt eben nicht, wer der Lead Director bei Sekiro war. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Einfach nur, um einzuschätzen, wie es da mit dem Schaden, wie es damit aussieht. Also ich würde einfach gerne wissen, wer der Director von dem Spiel war, Director von Elden Ring und Director von Sekiro. Das würde ich gleich ganz kurz nochmal nachschauen. Wir schauen uns auch gleich die Steam Reviews an. Ich habe schon aber vorhin kurz mal reingeschaut. Sind, glaube ich, bei 84% positiv, was gut ist. Also die meisten Leute, also ich wäre auch an der Kippe, so gut oder nicht gut, aber ich bin halt leider ein bisschen anspruchsvoller, was Game Design angeht. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Spiel ist Bullshit. Ah, ich habe auch Distortion 2 ein paar Stunden, eine Stunde irgendwas bei dem Bossfight zugeschaut. Er ist noch nicht fertig mit ihm. Also bei dem, wo wir so ein bisschen gemordet haben gestern Nacht. Ein bisschen meine ich sehr. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, immer wenn gute Spieler im Schnitt Probleme kriegen an Stellen und total überproportional und dann sich über die gleichen Sachen aufregen. Er hat auch die Worte, das ist reiner Zufall, ob ich ihn treffe oder nicht. Und dass er nicht an ihn rankommt für seine Media-Attacken und so weiter. Das ganze gleiche Ding, was wir auch hatten, was sich komplett random angefühlt hat, bis wir halt unsere Strategie gefunden haben. Wenn euch unsere Strategie interessiert, ich habe auf meinem YouTube-Channel den Moment als Highlight, also kurzes Minutenvideo so hochladen, wo wir den Boss besiegt haben, wo ihr die Strategie euch gezielt anschauen könnt für den Kapitel 4 finalen Boss. Wenn ihr Probleme damit habt, denke ich, das hilft mit jedem Bild, weil das einfach so seine KI dazu bringt, dass man ihn angreifen kann.
Ja, also mehr macht er trägt nicht. Die Waffen, die ihr habt, spielen eigentlich kaum eine Rolle an der Stelle, denke ich. Aber ich habe es noch nicht mit vielen getestet, also ja, genau. In jedem Fall würde ich trotzdem sagen, solide 7 von 10. Mit viel Potenzial nach oben. Ich denke, ein gutes Mech-Warrior-Spiel. Also ich mag das Setting super gerne. Fand die Set-Pieces sehr, sehr episch. Die Mechas sahen ja auch cool aus und es hat sich cool angefühlt, wenn du Gegner getötet hast und so. Es war einfach prinzipiell viele gute Sachen dabei, aber einfach das Core-Game-Design war halt wirklich flawed. Und ist flawed aus meiner Sicht. Und auch das Meta-Progression-System, das Geld belanglos ist, dass du wieder alles verkaufen kannst für den gleichen Preis. Sind so Entscheidungen komisch. Ich glaube, es spielt New Game Plus, wenn ich das richtig gehört habe. Es kann sogar sein, dass da noch viel Content kommt. Und die Automata-Style. Es ist actually Alba. Holy shit. So, okay, Mission ist done. Jetzt kommt die Frage, wie funktioniert New Game Plus? Wie funktioniert, also gibt's, ich habe nämlich gehört, es kommt tatsächlich storytechnisch noch was. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ah, lustig, wir kriegen jetzt einen kompletten Mecha. Also wenn ihr jetzt mit dem spielen würdet, könntet ihr das jetzt machen. Hey, ein weiteres vom Software-Spiel, wo wir den letzten Boss gefirstrate haben. Okay, war das schwer? Nein. Das war absolut reines Button-Mashen. Ah, es loopt direkt. Smart. Genau, ich habe gehört, es gibt neue Missionen, neue Items, neue Story, wenn es weitergeht. Wir können scheinbar auch die alten Missionen nochmal spielen. Wir probieren natürlich den auch auf S-Rang zu machen. Klar, gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen. Ich wollte aber trotzdem meine Beine mir nochmal anschauen, ganz kurz, wie die aussehen. Welche waren denn die, wo zu unserem Ding mech passen würden? Mind-Alpha-Beine sind das. Der Wahnsinn. Mind-Alpha-Beine viel zu schwer. Viel zu schwer. Können überhaupt nicht springen. Haben viel Rüstung dabei. Also Mind-Alpha scheint so ein richtig krasser Bild eigentlich zu sein, aber definitiv nicht für das, was wir dabei haben. Genau, wir sind jetzt so eine Mischung aus Night-Reihe. Wait, Ephemera haben wir da. Wait, haben wir da auch Ephemera? Mind Beta. Ja, das ist Ephemera. Ephemera ist zu schwer. Wir können 20.900 können wir nicht. Wir können 62.400. Wir sind momentan bei 61.800. Wait, sind wir drüber? Ne, 62.000 war der, oder? Ja, wir sind bei 61.000. Okay, cool. Nee, ich denke, unser Bild ist so eine Hybrid aus vielen Sachen. Weißt du, Design mache ich ganz gerne mit dem blauen Buu. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Es ist sehr, sehr simpel natürlich, aber whatever. Jetzt ist die Frage, machen wir, sollen wir jetzt alle Teile kaufen, die wir jetzt gerade haben? So viele gute Waffen, die man nie benutzen wird, weil das Spiel so designt ist, dass sie absoluter Garbage sind. Holy shit, das ist so eine Riesenwaffe. Ja. Yeah.
Es sind wirklich, wirklich viele Waffen, aber das ist der größte Scheiß im Spiel eigentlich, ist, dass die meisten Waffen useless sind. Also gegen viele Gegner, weil die einfach so schnell sind, gefühlt. Das ist super schade, weil da sind richtig coole Ideen dabei und so. Also das sind richtig coole... Boah, das ist ja cool. Das ist actually cool. Ja, da ist so viel cooler Shit dabei. Das ist fast so gut wie das andere sogar vom Impact her. Nee, es ist wirklich, es sind so viele coole Sachen dabei, die sich alle furchtbar in den Fights anfühlen, weil die Gegner so schnell sind. Das ist super, super schade. Aber wenn ihr wirklich, also theoretisch hier hättet ihr unglaublich viele coole Sachen. Die weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, wie der Laser Orbit ist. Das ist ziemlich stark, ehrlich gesagt. What the fuck? Das ist auch cool. Also es gibt richtig coole Sachen. Ich denke, momentan sind wir noch in einer Phase, wo viele Spieler einfach die verfügbaren Sachen in Missionen benutzen, die OP sind. Aber ich denke, wir werden noch viele coole Builds sehen und eventuell gibt es ja auch Nerfs für die eventuell ein paar Sachen oder so. Aber prinzipiell leider viele, viele sehr, sehr unlucky Entscheidungen. Das ist neu. Können wir sogar tragen, tatsächlich. Das ist einfach in allem besser, oder? Ah ne, es hat weniger Iron Supply Efficiency. Aber... Es wirkt wie ein... hat weniger System Recovery. Ich glaube, System Recovery ist, wie schnell du aus dem Stun rauskommst, oder? Also schon ein wichtiger Wert. What the fuck? Das sind lustige Sachen. Holy shit, ist der Max in allem oder was? Könnten wir noch fast benutzen. Ja, diese System Recovery ist insane. Ja, der W44B, der sieht actually insanely cool aus. Aber wir sind vom Gewicht dann leider drüber. Der schade ist. Genau, und bei den Armen war es ja, glaube ich, sogar so, dass hier ging es ja darum, um die Firearm Specialization, die bei uns ganz oben ist. Da haben wir tatsächlich das, was am meisten da ist. Und ich glaube, das macht ja, dass er schneller trackt, richtig? Ja, also wir haben ja schon die beste Target-Realization an der Stelle. Du kannst richtig coole, riesige Mechs damit auf jeden Fall machen. Also alle, die im Spiel sind, kannst quasi diesen Flugzeug hier bauen. What the fuck ist das denn? Holy shit. Das ist ein Hoverpanzer? Jesus Christ, hat ja Leben. Ja, also gibt's richtig coole Sachen. Und auch bei den Antrieben haben wir richtig coolen Shit. MediaTek Energy Consumption kann man sogar runter mitmachen. Ist bei uns relativ schlecht. Aber wir haben einen der schnellsten im Spiel, wie man sieht hier, von denen, die man hier kaufen kann. Wir könnten jetzt natürlich alles kaufen, klar, also wir haben ja das Zeug. Ich denke, Close Range Assist ist immer noch das, was wir am ehesten targeten wollen. Ich denke, wir haben unser Bild da ziemlich solide. Genau, der hier wird natürlich hauptsächlich übers Gewicht halt eben laufen. Mag unseren da eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. Gefällt mir gut. So, dann haben wir auch hier neue Teile. Auch das, dass ihr uns nicht anzeigt, wo die neuen Teile sind, ist super, super unlucky. Das ist sehr cool für mich. Es ist sehr gut für Medium Range. Missile Lock Correction. Ja, es gibt super viele Sachen, die für uns irrelevant sind, aber insgesamt cool sind. Jesus Christ, 4 Sekunden EN Delay. What the fuck? Aber in dem Spiel ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm wie in Souls Spielen. Aber in jedem Fall haben wir uns mal angeschaut, was wir haben. Haben wir immer noch nicht. Hier, irgendwas fehlt noch. Eigentlich eine Waffe, oder? Ja, da, der Helm. Ist der Helm von ihm gut?
finde, es wäre cool, wenn man seine Sachen und den Shop gleichzeitig browsen könnte, dass man halt wirklich gezielter bauen könnte. Bei 62.500? Hey, du bist richtig gut. Können wir 62.500 pushen? Nee, 2.400. Weil das ist ein Monsterteil, ne? Ah, ist echt schade. Weil natürlich leidet darunter dann unser Rest. Aber der hat halt lauter gute Sachen. Ne? Scan-Effekt und sowas brauchen wir eigentlich nicht, aber. Dann sollten wir nicht auch seine anderen Teile haben. Ja, besseres Tracking, als wir haben, kriegen wir nicht. Ich denke auch, die Beine hier sind die einzigen, die. Wait, der kann auch jumpen. Boah, ist ja schwer. Mind Beta ist ultra schwer. Aber sonst eigentlich ziemlich cool. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich Shit jetzt, den wir theoretisch uns angucken können. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt den Boss auf S-Rang. Und dann schauen wir mal, wie New Game Plus hier gestaltet ist. Haben hier noch ein bisschen bis Starfield, es sei denn, wir wollen es im Early Access spielen. Übrigens, Everspace 2 ist jetzt auch im Game Pass drin, wenn ihr eure Zeit bis Starfield irgendwie überbrücken wollt. Und Lust auf ein Weltraumspiel habt. Mit Vorbehalt, dass eventuell Everspace 2 bessere Kämpfe im Weltall hat als Starfield. Also eventuell versaut ihr euch vielleicht ein bisschen Starfield damit. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es kann gut sein, dass was passiert. Ah, und ganz wichtig, ich habe neulich on Stream was gesagt, dass der eine, weiß nicht, ob der Lead Director oder sowas ist bei Starfield, aber der hat gesagt, dass man die Planeten umrunden kann auf Twitter oder auf X oder wie auch immer. Das stimmt nicht scheinbar. Der hat da scheinbar gelogen. Passiert ja sowas. Haben wir so bei No Man's Sky schon mal erlebt, Sean Murray-Style so ein bisschen. An der Stelle muss ich No Man's Sky verteidigen. Ja, er hat gelogen am Anfang, das war Bullshit. Er hat eine Vision verkauft, so ein bisschen wie Star Citizen. Aber er hat tatsächlich jetzt innerhalb der letzten Jahre hat sein Team das ganze Geld genommen und Spiel investiert. No Man's Sky ist mittlerweile ein fantastisches Spiel für Leute, die diese Art von Spiel mögen. Du kannst zusammenspielen, hast Basisbau, hast unterschiedliche Fortbewegungsmittel und so weiter. Und der Gameplay Loop soll scheinbar viel Spaß machen. Ich habe schon länger nicht reingeschaut, aber No Man's Sky definitiv ein Spiel, wo auch die Entwickler hätten sagen können, Stinkefinger, wir gehen, nehmen das Geld und leben unser Leben auf einer Villa mit einer Yacht. Nein, die Entwickler sind da geblieben, haben das Spiel, ohne dass sie es müssen, weitergemacht. Das zeigt einfach, dass der Visionär dahinter stand, der Bock drauf hatte. Dementsprechend an der Stelle No Man's Sky nochmal das langfristige Lob, so eine Art Comeback-Story. Game Director Elden Ring. Miyazaki. Okay. Game Director Sekiro. Miyazaki. Game Director Dark Souls 3. Miyazaki. Game Director Dark Souls 2. Nicht Miyazaki. Ah, da hat er nämlich an Bloodborne gearbeitet, richtig? Bloodborne. Miyazaki. Game Director. Armored Core 6. Nicht Miyazaki. Ah. Okay. Miyazaki haben wir Elden Ring zu verdanken. Aber Elden Ring war so groß, dass ich mir denke, dass Miyazaki vielleicht nicht so einen Impact hatte. Interessant. Also Miyazaki ist nicht der Game Director hier gewesen. Könnte man meinen, man merkt, das ist das schwächste Spiel von From Software. Dark Souls 2 wird auch von vielen nicht gemocht. Ich habe es noch nicht gespielt, muss sagen, kack einfach, aber ich finde es immer noch nicht schlecht. Und damals ist es rausgekommen. Ich meine, ja, es hat Probleme, klar. Aber als es rauskam, hatte ich viel Spaß damit. Aber interessant, sehr interessant. Also das schlechteste Spiel von dem Entwicklerstudio ist nicht von Miyazaki. Zweiter schlechteste wahrscheinlich, wenn man die Community so fragt. Elden Ring wird ja von den meisten Leuten sehr gemacht. Ich mag es auch gerne, aber geht besser. Aber interessant, wirklich interessant, dass Armored Core nicht von ihm ist. Okay, das heißt, es besteht noch Hoffnung. Das nächste Mal musst du nicht gucken, ob es From Software ist oder dass es From Miyazaki ist.
Okay, wir wollen immer noch das auf Esra machen, stimmt. Ich es gerade kurz mich habe ablenken lassen. Gesundheit. Okay, dann gehen wir raus und. Habe ich den Mecha gespeichert? Es kann sein, dass wir es jetzt nicht sofort schaffen, weil es sehr, sehr RNG-lastig ist. Wie schauen wir machen? Wenn es auf Zeit geht, haben wir gute Chancen. Wenn es auf Schaden nehmen geht, muss mal gucken. Ich mag das mit dem Reboost ganz gerne. Und mit der Attitude Stability, die wir haben, ist auch ganz nice. Ein Shotgun-Schuss reicht hier. So, das Blöde ist, wir müssen jetzt jedes Mal warten. So wieder im Fall sein. Können aber die tolle Atmosphäre hier genießen mit dem coolen Asteroidengürtel. Im Gegensatz zu den anderen Double Shotgun Builds haben wir übrigens super krassen Aim Assist drauf. Das heißt, vielleicht ist es sogar noch besser als das, was andere Leute damit machen. So, können wir nicht skippen. Die Effekte sind so cool, finde ich. Die Explosionseffekte. Das ist A-Team bei denen gefällt mir mega gut. Also die auch Elden Ring hat ja auch teilweise optisch so krass coole Fights drin. Einfach spielerisch, andere Frage immer, aber optisch. Und man gewöhnt sich auch an den visuellen Overload im Spiel, muss man sagen. Also ich bin mittlerweile relativ gut darin, nach, na gut, auch so viel Zeit, soll es auch sein, die Sachen zu lesen. Aber ja, easy clap, first try S-Rang. Ja, Double Shotgun ist absolut fucking busted. Also anders kann man das nicht sagen. Also wenn es mit einem Mal stunnen würde, wäre es noch busted, aber das ist actually insane. Ich denke, das ist unser bester Build bisher. Haben wir den gespeichert eigentlich? Ich glaube, das ist der gleiche. So. Ja, die Nahkampfwaffe war wirklich ein Nachteil. So, und jetzt hier komplett S-Rang. Alle Logs, alle S-Ränge. Go. Und jetzt beginnt das Spiel. Wollen wir mal PvP machen mit Double Shotgun? Einmal eine Runde. Ich will nur gucken, wie Double Shotgun sich anfühlt. Wir so immer noch mit dem Raven-Symbol nichts geändert dran. Preparing. What? First man first, it's not Adam. Mittlerweile würde ich erwarten, dass die Leute, die hier spielen, deutlich besser sind im Spiel. Einfach nur, weil sie eben schon lange gespielt haben. Genau, also ich. Keine Ahnung, was für ein Bild was taugt. Das ist eher ein Test für ein Bild. Also ich glaube, mit Skill hat PvP hier schon ein bisschen natürlich immer was zu tun. Aber es geht, glaube ich, mehr um ein Bild und sowas. Wenn ich denke, Double Shotgun
könnte eventuell ganz nice sein. Genau, wir haben es aber fast komplett mit dem Nicht-Double-Shotgun-Spiel natürlich gespielt, das Spiel. Das ist jetzt nur fürs Finale gewesen, habe ich mir gedacht, wenn wir den S-Rang nicht schnell genug schaffen mit einer anderen Bild, ich meine, ich kann nicht zaubern, ich kann nicht mehr DPS aus meinem Bild rausholen. Also haben wir einfach die Nahkampfwaffe durch eine Shotgun ersetzt. So, was spielt der? Der spielt einen sehr, sehr gemischten Bild, inklusive Nahkampf, wenn ich das richtig sehe. Mit Fernkampf-Sniper, glaube ich. Genau, da hat glaube ich ein Sniper-Bild, wie er sich bewegt. Ja, absolut skilllos. Also mit Skill hat das nichts zu tun. Also jeder, der denkt, dass halt PvP in dem Spiel Skill, weit gefehlt. Gut, der ist strategisch, der möchte uns flanken. Also was wir flanken werden, ist, dass wir ihm hat er aufgegeben. Er so, okay, ich verstehe, das Spiel hat keinen Skill. Ich hab verstanden, du drückst zwei Tasten, ich bin sofort tot. Oh, okay, es tut mir wirklich leid. Ja, okay, wir lassen es. Es tut mir wirklich leid für ihn. Okay, wir haben bewiesen, dass es überhaupt nichts mit Skill zu tun hat. Nein, komm, es tut mir leid für dich, Bro. Das tue ich mir nicht an. Das ist einfach schade. Das ist wirklich schade. Also das logischerweise ist, was im PvE OP ist, auch im PvP OP. Es macht ja Sinn, weil im PvE weichen die Gegner ja noch krasser aus als im PvP. Das heißt, wenn du eh triffst, triffst du. Und mein Target-Lock ist ja zu 100% im Nahkampf auf ihn, weil wir ja den Charakter so gebaut haben. Das ist die einzige Waffe, die ja auch im PvE immer getroffen hat, die Shotgun, wenn man nah genug dran war. Das Problem war, manche Bosse natürlich, also die waren so designt, dass sie von dir wegkalten und damit konntest du nie an sie dran. Das könnten Spieler natürlich auch machen, aber der hat halt nicht endlos Ausdauer, das heißt, ja, es macht einfach keinen Sinn. Okay, dann kommt jetzt die Sortie, Mission, Destroy Artillery. Okay. Aber macht das Sinn zu loopen? Das ist die gleiche Artillerie, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich würde gerne, ich werde jetzt kurz googeln, ob es sich lohnt oder nicht, dass wir das machen. Weil das ist natürlich jetzt eine Mission, die wir schon mal gemacht haben. Was ändert sich denn daran? Werden die Gegner stärker?
Ah ja, cool. Okay, ihr solltet unbedingt weiterspielen, glaube ich. die Leute, so spielst du kurz? Ja, aber scheinbar scheint das Spiel ein wenig Nier Automata zu sein. An vielen Enden. So, das erste, also viele Dinge erinnern an ein Nier Automata, nicht nur der Artstyle. Cool. Sehr, sehr interessant. Sollte man das dem Spieler mitteilen? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, macht das Nier Automata? Ich weiß es nicht mehr. Weil viele Leute könnten denken, sie kriegen jetzt einfach nur ein New Game Plus, alles nochmal genau das gleiche. Das fängt einfach von vorne an. Wir können damit ja immer noch nicht targeten, oder? Das ist die gleiche Mission, das heißt, da müssen wir, haben wir den S-Rang, können machen, was wir wollen. Das ist so lustig, mit zwei Shotguns zu spielen, weil wir jetzt quasi null Cooldown auf einem haben. Ich mochte den Nahkampf eigentlich gerne von den Effekten her, aber nicht ganz cool. Ne, wir haben ja wieder noch Zeit bis Starfield. Kein Stress. Wenn wir, ja, wir haben ja noch Remnant 2, klar, keine Frage. Alter, ihr habt euch mit dem Känguru angelegt. Ist irgendwas schwerer an den Missionen bisher? Schwer zu sagen. Gut ist, die gehen halt nicht mehr aus. Das ist einer der Vorteile. Wo ich die Mission zweimal gemacht habe, kann ich mir jetzt nicht im Detail dran erinnern. Ob das jetzt mehr von diesen Turrets sind. Wirkt ein bisschen mehr, aber. Könnte auch Placebo sein. Bin auch jetzt Ränge? Kann ich mal schießen auf den? What the fuck? Es gibt keine Ränge hier. Aber wird es jetzt gelistet in der neuen, als neue Mission oder sowas? Ah, interessant, es kommt jetzt kein Post-Ding mehr. Aber es ist nichts Neues aufgetaucht, oder? Dann wird es auch keine neue Mission gewesen sein. Also wird alles gleich gewesen sein. So, die Tutorial-Mission, oder? Und die Arena wurde ja auch nicht, denke ich, nicht geresettet, oder? Jetzt kannst du die Tutorial müssen mit einem normalen Mech spielen. Ich glaube, das wird den Auer machen.
Stimmt, der färbt ja automatisch die Teile ein, wenn du sie reinmachst. Also dann merkst du pro Slot das Aussehen, nicht pro Teil. Ist ganz cool. Aber ist das jetzt ein neues? Das müssen wir dann mal schauen, weil das ist offensichtlich neu. Dass wir es mit dem machen können. Hey, wait, das ist die Mission. Dann habe ich das verwechselt. Ups. Hast du es überlebt, oder? Yo, Bitch. Ist der mehr HP? Nee. Wäre ein Problem, wenn die Sachen mehr HP hätten, weil dann würde man Munitionsprobleme kriegen. Das ist süß, wie Helikopter immer noch wie Spielzeug aussehen. Ich kann nicht mehr Schild heben, was ist bei denen los? Ah, man fängt an, wo man rausgeht. Okay. Das ist nicht die Tutorial-Mission. Man kriegt auch keine Ränge hier oder sowas. Und er sagt danach auch nichts. Sehr interessant. Und das Spiel hat scheinbar eine Story-Muffin. Also es, gegen Ende hat es immer mehr Story. Es hat immer Story, aber gegen Ende wurde es persönlicher. Blood-Muffin? Nani? Muffin? Sie hat, glaube ich, Airpods mit Noise-Canceling rein. Mercer, aber später wird es schon storytechnisch. Also ich finde schon, dass das Story hat. Also ist nicht vielleicht der Hauptgrund fürs Spielen, aber es ist definitiv nice. Also nicht mehr. Aber krass, dass es einen gibt, der mehr springen kann als wir, aber der ist dann wahrscheinlich so schwer, dass er nicht schnell boosten kann. Wobei wir haben uns nicht angeschaut, was der schnellste Boost ist, den man haben kann. Stimmt, wenn es springigere Beine gibt, gibt es vielleicht auch boostigeren Boost. Hi. What the fuck? Ich bin ein Känguru. Känguru? Ja, wenn ich das mit Maus und Tastatur spielen würde, Leute, wir wären sowas von immer.
Alter, die Power des Kängurus. Gegen sowas ist Maus viel besser. Ich, mein Target Lock ist bei Single Target richtig nice. Überlebt übrigens noch. Mit einem HP. So macht das Spiel, finde ich, Spaß. Also einfach so casual rumlaufen, Sachen töten. Wenn man einmal die Gegner wie ein Affe stunlocken kann. Das muss ich jedes Mal anhören. Ich bin immer nicht ganz verstanden, ob die Leute in den Roboter drin sind oder ob man sie fernsteuert. Aber ich glaube, sie sind drin, oder? Oder? Weil ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Wir wollten gucken, ob es einen besseren Ding gibt. Einen besseren Antrieb als unseren. Ah, das ist, glaube ich, keine auch im Ansatz. Sollen wir anfangen zu kaufen? Wir haben so viel Geld, Alter. Holy shit, haben wir viel Geld. Nee, wir haben definitiv den. Den schnellsten Antrieb, was den Boost angeht. Ich weiß nicht Boost Speed, aber unser Quick Boost Speed. Ich meine, ein bisschen mehr Boost Speed ist angestellt, aber nee, ich glaube unser Antrieb, ich bin zufrieden. Ich glaube, wir haben unseren Mech gut genug auf uns. Und wir haben ja auch Übung mit ihm, das darf man nicht vergessen, das ist unser Mech jetzt bin. Wenn wir gefeintuned haben. Seid übrigens nicht Happy Hunting gesagt. Freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Unser Schneider-Hybrid-Bild. Werden wir irgendwann schweren Panzer bauen? Ich weiß nicht, mir macht es einfach mehr Bock, mobil zu sein. Also ich bin jetzt ein schwerer Tank, irgendwie Mobility-mäßig interessanter wäre, aber er hat ja nichts wirklich Spaßiges dran. Also ich weiß nicht, also tut mir leid, dass wir nicht so viel hier rumexperimentieren, aber ihr könnt euch 3 Millionen andere Leute anschauen, die bestimmt alle Builds im Spiel sich anschauen. Aber
finde die. Also ich wollte doch nur. Wolltest was, hä? Was wolltest du nur, Bitch? Nee, weil der macht doch Spaß zu benutzen. Warum soll ich irgend so ein langsames Stück Scheiße spielen wollen, wenn ich einen coolen, schnellen Mecher haben kann? Das sehe ich zumindest so. Ja, ist ein anderer Spielstil und wäre vielleicht ganz lustig, mal auszuprobieren. Aber solange wir noch neuen Content spielen, würde ich den Spielstil beibehalten, der Spaß macht. Ja, das ist jetzt nochmal der alte Content gleich, aber ich würde erst, wenn ich alle Teile oder so habe, mir dann richtig lustige Mechs nochmal zusammenbauen. Oder wenn ich nochmal komplett durchspielen würde oder so. Aber ich denke trotzdem, mehr Spaß ist mit dem Bild, werde ich nicht mit ihm haben. Aber auch nachdem wir das jetzt das zweite Mal hören, beziehungsweise sogar teilweise das dritte Mal, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was zum Fick, welche Fraktion was macht, ehrlich gesagt. Sie hätten irgendwie Color-Coden müssen. Ich meine, die haben unterschiedliche Mac-Designs, aber... Arena sind wir immer noch Rang 1. Schade, dass uns da keiner challenged. Wäre eine lustige Idee für New Game Plus gewesen. Warte, dass die Screenspace Reflections aus dem Roboter und so drauf sind. Echt coole Materialien.
Jo, der darf durch, ich nicht. Yo, das ist cool. Yo, das ist richtig cool. Natürlich. Sie sind alle Arschlöcher, deswegen gar kein Problem, wir töten sie alle. Wer uns mehr zahlt, kriegt mehr. Okay, Geld brauchen wir eigentlich auch nicht. Könnt ihr ihm helfen? Nicht ihm helfen, sondern mir? Ich brauche offensichtlich sehr viel Hilfe. Jo, der hält super viel aus. Jo, mittlerweile sind sie beide da. Der hält so viel aus. Holy shit, Alter, die sind sehr nicht stark. Holy shit. So, next time. Du bist auch tot, oder? Sieht voll schön aus, der Felsen, ehrlich gesagt. Die Felsen-Assets sind teilweise sehr, sehr nice. Seht das jetzt als Extremismus, mit dem man S-Ranken kann? Wird man so nicht beide gleichzeitig töten? Der war in so einer guten Position. Der rubbelt so krass, diese Sachen, Alter. Das ist insane, der Typ. Mit welchem Argument haltet ihr eigentlich genauso viel aus wie ein Panzer? Holy shit, Alter, sind die insane. Ist nicht geheilt. Wow, die beiden sind sehr, sehr nervig. Haben wir nicht die Möglichkeit, theoretisch ihnen jetzt so lange hinterherzufahren und so zu tun, dass wir ihnen helfen?
Alter, der hat so eine kurze Recovery-Time, der Typ ist insane. Alter, Volta, du bist ein insaner Bastard. Yo, wir haben ihn daran gehindert, sich zu heilen. Damit meine ich, pures RNG hat ihn daran gehindert. Die withdraw und überleben die das alle oder was? Das habe ich nie verstanden. Die scheinen alle irgendwie zu überleben. Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Und seht ihr, das ist eine neue Mission und wir kriegen auf jeden Fall einen neuen Chat. Eine coole Idee. Die Frage. Okay, da haben wir jetzt keinen S-Rang. wenn wir jetzt versuchen, in alternativen Missionen auch einen S-Rang zu machen, I mean, why not, I guess? Wird das super nervig werden? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, den oben anzugreifen war auf jeden Fall besser. So, jetzt kriegen wir das Angebot. Junior.
Der fliegt nicht, weil er in der Luft hin. Fuck me. Oh mein Gott, wir hätten heilen sollen. Wir hätten einfach heilen sollen. Warum weißt du, Greedin hat mich geheilt? Weil ist doch egal, die Heilung spielt keine Rolle, die du am Ende drin hast. Der ist super nervig, dieser Tank-Bastard. Ich kann auch an irgendwas überlegen, habe ich vergessen. Gott, das können sie auch schnell machen. Ich hatte vorher nämlich den Eindruck, dass wir es eigentlich ganz gut gemacht haben. Ingers,
Gefuckt. Okay, ich wollte sagen, es ist ein S-Rang, ja. So, jetzt haben wir nämlich da alles. Schön. Ich weiß warum. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das trifft ein. Controller leer. Moment, sorry. Ich glaube, mein Controller ist leer. Oh, so viel Armored Core gespielt, das komplett mit Batterie. Pack hier gemacht. Haben wir denn? Sie waren ja 4 Stunden. Immerhin in einem nicht kritischen Moment. Und Schaden nehmen können wir ja, ist ja keine S-Rang-Mission. Entsprechend können wir einfach ganz casual uns annähern.
Oh. Schon eine Bitch. Das ist eine schöne Explosion, sehen wir von Janine. Das ist eine schöne Explosion. Eine schöne Explosion. Ja. Das ist was, ja. Aber sieht cool aus, oder? Aber ich weiß es nicht, weil Armored Core ist schon sehr alt. Ich kenne Armored Core nicht gut genug, um sagen zu können, ob es wirklich so ist. Was? Ja, aber, ja, das meine ich. Das kann nämlich sein, dass es umgekehrt war. Ja, das stimmt. Interessant, das Spiel ist super nah, auch optisch irgendwie an den Armored Core 5. Wünsche ist meine Vermutung gar nicht so falsch gewesen, dass das Spiel schon länger in der Mache war und jetzt erst so vom Software genügend Geld mit anderen Spielen gemacht hat, wieder aus der Versenkung geholt worden ist. Ich meine, definitiv, auf irgendeine Art und Weise war das sicherlich eine Entscheidung. Interessant.
Oh, Windels draußen gerade. Ah, shit, wenn jetzt die Ritter kommt, fertig. Ein Wettermuffin. Es kommt ein Unwettermuffin. Kommt ein Unwetter. Kommt ein Unwetter. Können wir jetzt auch einen Rücken fallen? Jede Mission, wir können alle umbringen. Nein, ich glaube nicht, dass es so laufen wird. So, mal schauen, ob es hier auch unerwartete Ereignisse gibt, aber ich denke nicht, dass es in dieser Mission, ah, maybe, aber... Ja, unsere S-Rang-Versuche werden uns auf jeden Fall super helfen beim allgemeinen Navigieren. Stimmt, da auf der rechten Seite kann man ja drüber gehen. Und ist das der bessere Weg? Der, stimmt, kann man hier runter? Ne, kann man nicht. Das ist ein bisschen. Thank you.
habe extra Ausdauer gerade gekriegt. Ungefähr. Wir können auch einfach hochfliegen eigentlich, aber... In dem Spiel ist übrigens Ausweichen in die entgegengesetzte Richtung wegen dem Vorhalten der Gegner super praktisch. Also vielen Attacken kann man nur ausweichen, wenn man seine Richtung ändert. Das ist das Spiel irgendwie alles nicht so wirklich gut, für, denke ich, für Einsteiger erklärt oder für Leute, die vielleicht das anders gewohnt sind, aus zum Beispiel allen anderen Action-Spielen in der letzten Zeit, wenn man eben durch die Souls-Spiele gelernt hat, in Attacken rein auszuweichen. Ja, super interessant, dass From Software hier sich entscheidet, keine Iframes zu nehmen. Hätte sicherlich ein viel skillbasierteres Spiel ermöglicht. Aber ich verstehe es auch, sie wollten wahrscheinlich einfach, dass man auch tanken kann als Panzer. Also es hat ein anderes Game Design, aber da wir ja nicht den Panzer spielen, kriegen wir halt quasi den Worst Case davon ab. Und schauen wir uns eigentlich auch die Katze hier rum nicht eigentlich, oder? Nur einmal gesehen was, ja. Oh, mein Tagelock war aus. Ja, also, wir haben sehr wenig Schaden genommen in der Mission, würde ich mal behaupten. Ich glaube, hier spielt es keine Rolle. Mit einem Helikopter sortieren. Das ist neu.
Also ich komme nicht. Ja, das ist neu. Ja, eine komplett neue Mission. Cool. Ah, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, kriegen wir das jetzt. Das gefällt mir. New Game Plus mit wirklich neuem Content. Das ist nicht mehr wirklich, dass New Game Plus vermarktet wurde. Das ist auch ein neues Level, keine Ahnung. Jesus Christ. Krasse Escort in Videospielen. Wir sollten wahrscheinlich den Weg freimachen für ihn. Ich glaube, es gibt keinen Friendly Fire in diesem Spiel. Mach ich doch. Alter, müssen wir so viele Locations abgehen. Holy shit. Ist das ein neues Level oder ein altes nochmal reused? Hinter uns ist einer und vor uns ist noch einer. Oh, Bastard. What the fuck? Jesus Christ, den zu beschützen ist gar nicht einfach. Alles hat Fernkampf und fickt ihn einfach. Dort, die müssen noch festrangen. Holy shit.
Was? Sollte nicht jetzt was passieren? Keine Ahnung, ob die im S-Rang nicht purer Aids wird in Mission. Teile, aber insbesondere fehlt uns jetzt hier tatsächlich noch mehr Combat Logs. Oh, das wird nervig zu finden. Und noch einen S-Rang. Will ich erstmal mit dem S-Rang anfangen? Könnte richtig tough werden. Okay, dieses Mal werden wir proaktiv vorgehen. Das sind die beiden Schiffe. Ah.
Interessant. Du kannst also wirklich vorgehen. Und schon einiges klären. Interessant. Also da kannst du vorgehen, hier ist es nicht so wertvoll. Oh, ich denke, das war ganz okay. Wo ist dieser mit dem Combat Lock? Wo war denn der Combat Law? Ist keine Ahnung, ob das Mission Copypasta ist von einer anderen oder ob die komplett neu ist, aber ist egal, sieht cool aus und. Ups. Wäre cool, wenn er aufhören würde, auch von seinem Ding zu gehen, der Bastard. Wo ist der Combat Log? Vielleicht auf der Basis rechts am Start? Ich meine, das ist ein großes Level, deswegen. Viele Möglichkeiten.
können halt nicht so frei erkunden, wie wir vielleicht wollen, wegen der Missionsstruktur. Ich glaube, das ist die Basis, wo man ganz am Anfang runterdroppt. Nicht sicher. Keine Ahnung, wo der Bastard ist. Okay, S-Rang. Uns fehlt trotzdem noch ein Combat Log. Könnte das denn sein? Wo könnte das Combat Log sein? Auf der rechten Seite was? Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind, aber ist hier irgendwo ein Combat Log? Das ist der Kampf von der ersten Mission gewesen. Und da war ja auch die andere Mission, wo du nach oben gehst. Ah, okay, es sind drei Missionen hier schon mittlerweile auf dem Level. Wir währenddessen, wo ist der Combat Log? Sie sterben sie. Wieso out of range? Ich finde den Combat Log nicht. Wir sind jetzt ziemlich überall umgeflogen. Die ist dann einer Leute. So, wo ist der Combat Log? Ja, ich glaube, den werden wir nachschauen müssen. We can't? Doch, I can't. Ja, yeah, schon klar, aber ich suche immer noch unseren Freund, den. Ein Combat Log. Das war eine dumme Idee, einen Combat Log zu verstecken auf einer Eskorten-Mission. Wie heißt denn die Mission überhaupt? Wollen wir dann eigentlich Bullen gehen, mal fünf? Wie heißt die Mission? Prisoner Rescue.
Ein Tetrapod links vom Spawn. Ah, okay, natürlich, klar, da. Wie sollte es sonst auch sein, hä? Natürlich ist da ein Tetrapod links vom Spawn. Klar, ich meine, hey. Jeder, der was anderes dachte. Nur wo? Hä? Ah. Ja, können wir nicht warten, bis ich da bin? Ja, hier ist angeblich irgendwas. Hä? Wo? What the fuck? Wie hoch das ist? What the fuck? Hier bin ich blind. Wo müssen wir weiter? Ah, da. Mein Ziel ist es, so viel Schaden wie möglich zu nehmen. Also, coole Idee mit dem, dass man schon vor die Sachen angreifen kann. Macht es auf jeden Fall einiges angenehmer vom Gameplay her. Genau, nach der Mission würde ich Bouldern gehen. Also, wenn, dann sehen wir uns später wieder, aber das weiß ich noch nicht.
Ja, so macht es so viel Spaß natürlich, klar. Also wenn du total OP-Scheiße benutzt, dann... ich meine, dann benutzt du halt das, was du spielen möchtest, quasi. Ich frage mich, ob abwechselnd angreifen besser ist, weil man nicht beide verfehlt, wenn man eins verfehlt, aber... Keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht später, wahrscheinlich morgen wieder. Genau, dann wahrscheinlich mehr Gundam. Werde ich Starfield Day 1 spielen? Sollte es überragende Bewertungen kriegen und die Leute wissen so, oh mein Gott, das beste Spiel aller Zeiten. Spoiler, wahrscheinlich nicht, weil sonst wären schon Reviews draußen, aber sagt's keinem. Nein, also, warum haben wir noch keine Starfield-Reviews? Ein Spiel, das sehr gehypt wird, das vielleicht nicht ganz so gut ist, dass es überall eine 10 von 10 kriegen wird, könnte eventuell davon profitieren, dass man die Reviews nicht raushaut. Insbesondere ein Schelm, weil ich weiß gar nicht, ob das Review-Embargo jetzt auf den 5. fällt oder auf den 1., wo man es denn Pre-Order Early Access kriegt, das weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass es schlecht wird, aber ich glaube, je nachdem, wie spät die Reviews kommen, ist es ein Anzeichen dafür, dass eventuell das Vertrauen nicht ganz da ist. Dann diese Lüge mit dem Planeten voller Kunden, ich weiß es nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit wir jetzt Armored Core weiterspielen werden. Ich meine, wir kommen relativ schnell durchs Spiel durch. Gibt ja auch nicht nur neue Missionen und so. Dementsprechend denke ich, das ist eigentlich ganz entspannt, gerade durchzugehen. Wir hatten auf jeden Fall, denke ich, eine gute Zeit mit dem Spiel bisher. Und auch eine furchtbare Zeit mit dem Spiel bisher. Also, gemischte Erfahrung, aber im Schnitt gerade der Playthrough sehr entspannt wegen unserem ziemlich starken Bild und auch den meistens halt einfach fehlenden S-Requirements, die wir ja schon alle quasi gemacht haben. Genau, also unsere Vorarbeit quasi hier jetzt mit den ganzen S-Rängen wird dafür sorgen, dass wir nur immer ein paar wenige extra Missionen eben dann nochmal machen müssen. Genau. Wie dem auch sei, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht später.